Haben wir ein 6,11 Euro Bett. Ich kassiere tatsächlich nicht gern. Nee, da muss ich Sie leider enttäuschen, weil ich krieg die Lieferung erst. Ich wäre ursprünglich gerne auch ins Reisebüro gegangen. Bin jetzt letztendlich doch froh, dass ich es nicht getan habe. Guten Morgen, ich bin die Alina, ich bin 20 Jahre alt und ich bin die Assistentin des Rewe-Marktes in Ludwigsschwagast. Guten Morgen. So, einmal unser Lager. Morgen. Kann ich dir gleich was abnehmen? Kann ich dir gleich was abnehmen? Meine Obstlieferung und die Obstreste aus dem Kühlhaus, also sprich die Ware vom Vortag, die sich auch einfach länger hält, Kartoffeln, Karotten. Danach kontrolliere ich meine Obst auf Qualität und Frische und danach wird die neue Lieferung eingeräumt. Sobald da kleine Schrammen dran sind oder sobald die eingedrückt sind, sind sie eigentlich für uns nicht mehr verkaufbar. Also entweder macht tatsächlich ich das Obst oder eben unser Marktleiter. Es sind schon viel die Aufgaben, die vom Chef quasi übergeben werden. Du schon ordentliches Tempo drauf in der Muss ja. Was mache ich denn da verkehrt? Muss ich das überall einstellen? So, der schmiert, da muss der mal mit dem Zewa rein. Ach Gott, und das raus da vielleicht? Ja, ja, wir schauen mal, wie der da schmiert. Ja, okay, alles klar. Na? Wichtig ist mir tatsächlich immer, also der Respekt. Na, ich bin genauso respektvoll zu Ihnen, wie Sie zu mir, auch wenn die mal einen schlechten Tag haben, muss da sein, genauso wie die Dankbarkeit, weil die Mädels trotzdem in schweren Zeiten versuchen, wirklich zusammenzuhalten, ihr Bestes zu geben, auch wenn sie es mal nicht schaffen. Zweite Kasse, bitte. Dann wären es 30,40 Euro, bitte. Den Zettel. Schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss, morgen. Ich kassiere tatsächlich nicht gern. Also es ist was, ich mache es, weil ich weiß, dass ich es machen muss. Ich komme nicht drum rum. Aber es ist echt was, was mir dann auf Dauer wirklich nervig wird und auch anstrengend fällt. Gela, kann ich dir von dem noch was mithelfen? Ansonsten fange ich Umbau an. Nee, kannst du auch. Bin gleich durch. Okay. Na gut. Ich lasse mir jetzt quasi das Layout raus für Umbau, für ein Regal einfach. Aus Gründen wie neue Ware kommt dazu, alte Ware wird geräumt, kommt raus. Einfach mal, um dem Regal ein neues Update zu verschaffen. Und so soll das Ganze dann im Regal aussehen. Ich hoffe, ihr filmt das Chaos nicht mit in das Video alles, hier rein. Alles. Eieiei. Ja, die Einzelhändler sind manchmal sehr schlimm, was Ordnung angeht. Wo hast du denn hier Würzmadler stehen? Oh. Ich weiß gar nicht, ob es schon da ist, weil wir kriegen nämlich erst die Lieferung. Nee, da muss ich Sie leider enttäuschen, weil ich krieg die Lieferung erst. Kommen Sie die Woche nochmal? Ja. Oder? Warum macht ihr mal die Reklame nach oder habt ihr das nicht? Ich kann nichts dafür, dass die Liefertage so gewählt sind, erst auf Mittwoch. Leider nicht. War das gerade ein typisches Beispiel so? Ja. Die Verständnis ist zum Teil gar nicht da. Ich meine, manche Märkte, also Riesenmärkte zum Beispiel, die haben ja 2 Liefertage. Also kann gut sein, dass sie 2 Liefertage haben, weil die einfach viel mehr brauchen. Und dann gibt es aber die ganzen ländlichen Märkte hier bei uns in der Gegend, die haben meist nur so einen Liefertag. Der Depp bist du sowieso immer in dem Fall, weil du hast die Ware nicht da oder nicht mehr komplett. Wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, aber ja. Was hast du leckeres dabei? Quark, Chiasamen, Bananen und zuckerfreie Schokodrops. Mal nehme ich was mit, mal kaufe ich was. Kriegt sie auch Rabatt? Ja, 5%. Okay. Lohnt sich das dann, oder? Naja, könnte schon ein bisschen mehr sein. Nee. Ja? Ist ja okay. Also brutto sind es tatsächlich 1850. Das ist
normales Bruttogehalt für jeden, der nach der Ausbildung quasi als Drittkraft agiert oder als Assistenz dann eben. Da ist es allerdings so, man ist ja auf 37,5 Stunden dann eingestellt. Überstunden zählen aber erst alles, was ab der 43. Stunde ist, und danach wird halt eben so eine Art Pauschale gezahlt. Genau, und um die Netto sind so 1.500. Ach, das ist ja scheiße jetzt. Die ganzen großen Tafeln, die jetzt quasi hier oben stehen, müssen nach unten, dafür müssen die kleinen eben nach oben. Ja, und das ist jetzt so eine Wuselarbeit, aber naja, hilft ja nichts. Wie viele Produkte habt ihr denn eigentlich insgesamt? So viel. Da kommt ja immer mehr dazu, auch jetzt mit vegan und alle möglichen zuckerfreie Artikel, Zuckerersatzartikel. Also wir haben Artikel, die können wir selber zuwählen, bestellen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen die unbedingt, weil die bei uns im Layout quasi nicht mit drin sind. Ansonsten geben die eigentlich soweit alles vor. Wenn man jetzt seine Ausgaben mal so überdenkt und man weiß dann, hey, ich muss in Kurzarbeit oder ich krieg halt mal noch weniger Geld, ob man sich dann noch über Wasser halten kann, ist dann halt die nächste Frage. Und da bin ich schon ziemlich froh drüber, dass ich das kann. Also ich wäre ursprünglich gerne auch ins Reisebüro gegangen. Ja, bin jetzt letztendlich doch froh, dass ich es nicht getan habe. Wir fahren jetzt nach Schlömen zum Pferd. Mein Auto habe ich gekauft, als ich 17 war, und hat 2000 Euro gekostet. Baujahr ist dann 2003, hat dementsprechend auch schon ziemlich viele Kilometer drauf. Für dieses Jahr wird es noch ausreichen, aber nächstes Jahr muss dann ein neues her. Wahrscheinlich ein Mini Cooper S. Aktuell wohne ich noch daheim bei meinen Eltern, das heißt auch, dass ich dementsprechend keine Miete zahle, und eigene Wohnung steht zwar auch im Raum, aber dann gemeinsam mit einem Partner zusammen. Mal gucken wann. Das ist die Molly, meine Reitbeteiligung. Du schaust aus wie ein Schwein. Also eigentlich schaue ich schon, dass ich so ein bis zweimal die Woche schaffe. Wenn es aber mit der Arbeit mal nicht hinhaut, dann kann auch mal sein, dass ich eine Woche nicht da war oder ganz blöd auch mal einen Monat nicht da war. Es ist super günstig. Woanders zahlt man dann halt doch mal 50 Euro oder 80 Euro im Monat. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich sehr viel gearbeitet und auch sehr lange, und irgendwann hat es mich dann halt mal zusammengeschmissen. Mir ging es dann auch sehr schlecht, und irgendwann war es dann halt der Punkt gewesen, ich war dann eine Woche daheim, und dann habe ich auch gemerkt, mir geht's besser. Ursprünglich war mal der Plan, wirklich Richtung Marktleitung zu gehen, aber aktuell ist der Plan einfach nicht mehr wirklich der Plan. Ich fixiere mich nicht mehr darauf, nur zu arbeiten, sondern mich mehr um mich selbst zu kümmern, um mein Hobby zu kümmern, Familie zu kümmern, einfach mal auch nach der Arbeit den Kopf frei zu kriegen. Also ein Pluspunkt ist auf jeden Fall, wenn man Frühschichten hat, man hat Nachmittag einfach noch viel Zeit für sich selber und für Freizeitaktivitäten. Und zum anderen, man lernt auch viel über sich selbst hinauszuwachsen. Man lernt ja viel Neues dazu, man entwickelt sich persönlich auch viel weiter. Das ist schon, ja, lohnenswert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ich hoffe auch, ihr habt einen besseren Einblick in den Beruf einer Einzelhandelskauffrau bekommen, und ich hoffe, ihr habt auch gesehen, dass der Beruf weit mehr ist als nur zu kassieren. Weitere Videos findet ihr hier und hier. Tschüss und danke fürs Zuschauen.